What's that smell? The air here is full of fumes or something. If there's a group here investigating the aliens like the data said, maybe they can explain it. Whatever is in the air is in me now, and I don't like the way it feels. It's unnatural. We don't even know what we're looking for yet, so let's just start walking. Okay, dann lasst uns mal dieses Gebiet hier unter die Lupe nehmen. Denn so wie es scheint, gibt es hier Überlebende. Wir müssen natürlich aber auch erstmal hier einen Weg finden, so richtig. Finde den Rangierbahnhof. Okay, wir folgen einfach nur der Gleise hier. Dann sollten wir eigentlich beim Bahnhof ankommen. Found a sniper rifle. Okay, die Sniper Rifle nehmen wir mit. Auch wenn es leider kein Sturmgewehr ist. What the hell derailed this train? Ein Feldspaten. Ja, kommt, den nehmen wir mal. Das ist auch eine neue Waffe, die hatten wir noch gar nicht. Auch wenn ich eigentlich hier nicht so der Nahkampfwaffentyp bin. So. Don't hit me, hit them. Okay, wir nehmen da eher die Pistole wieder, würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Okay, eine MP5. Das sieht doch schon etwas besser aus als die Sniper. Jetzt kommen jede Menge hier raus aus den Gebüschen. Check that tent for survivors and gear. So, wir haben auf jeden Fall noch genügend Munition momentan. So, Taschenlampe erstmal an. Mit der Munition müssen wir aber trotzdem etwas sparsam sein. Okay, niemand ist also hier. Lock and load. Here they come. Okay, versorge den Generator. Gut, dann wollen wir mal. Barricades up. So. Wir schauen erstmal hier rein. Hier machen wir erstmal alles zu. So. Munition nehmen wir jetzt einfach mal nicht dafür. Ich möchte eher was an dem Drucker mir herstellen. Found a sniper rifle. So, hier wäre noch eine Sniper. Aber erstmal hier den Generator versorgen. I found some gas. No more sapper. Oh oh. Da kommt jetzt bestimmt gleich eine Horde. I remember that mark from the bunker. Maybe this isn't a wild goose chase. So, kurz etwas hier alles dicht machen. Barricades up. Open in the gate. Get ready.
Lock and load. Here they come. Okay, jetzt kommen sie. Ich würde sagen, wir gehen lieber hier in das Haus rein. Da haben wir ein bisschen mehr Schutz. Aber der Drucker ist immer noch offline. Mist. Ich dachte, der wäre jetzt auch wieder unter Strom. Holy shit. Was geht denn hier ab? So, dort sind die Aliens. Ja, ein Geschützturm für euch, meine Lieben. So, jetzt wird hier der Strom wieder eingeschaltet. Dauert nicht mehr lange, dann können wir hier gleich was herstellen und uns auch noch heilen. So, Drucker, was hast du denn so parat? Ja, nimm mal eine AK. Okay, er druckt sich auch eine AK. Er auch? Okay, ich merke schon, alle von unserem Team wollen jetzt hier was. Nun gut, dann warten wir mal noch ganz kurz und danach gehen wir weiter, würde ich sagen. Aber heilen kann ich mich auch noch, das habe ich jetzt ganz vergessen. So, gut. Wir alle haben eine AK, volle Gesundheit, so kann man doch weitermachen hier. Must have been a big battle here. So, wir gehen hoch auf den Laster. Ich frage mich, ob wirklich noch ein paar Leute leben. Nun gut, werden wir herausfinden. Da kommt was. Was Großes irgendwo. Ja, hallo. Was liegt hier? Okay, nur nochmal die gleiche Pistole. Napalm! Napalm! Ihr wisst ja, ich mag ja die Vendetta. Und ich dachte gerade, das wäre eine. Aber in Wirklichkeit war es nur eine normale Pistole nochmal. Da kommt einer. Irgendwas höre ich hier doch noch. Jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was das ist, oder? Doch, so eine Art Schwäber. There's an Enrager. Take it out. Scratch that Enrager. Bei dem Alien verstehe ich sowieso nicht so, was es für einen Nutzen hat. There's a machete here. Anybody hurt? Got a medkit here. Also was dieses Alien überhaupt anrichtet. Fall in, people, this way. Und wir haben wieder meine Lieblings-AK. Found the road. We can follow it or keep on the trail. Die gute 47. Ah, das muss ich echt mal so sagen. In dem Spiel sieht die AK wenigstens mal wieder richtig geil aus. Ich habe einige Spiele gespielt in letzter Zeit. Oder auch so dieses Jahr und letztes Jahr, da sah die AK richtig komisch aus. Aber hier sieht die wieder mal richtig gut gemacht aus. Vom Design her. Aber auch der Sound und so. Super. Genau wie der Rückstoß. We're here to help. Hold up. That's a chain gun. Who's up for some firepower?
closer. Ready up, it's game time. So Leute, wir müssen weiter. Hier kommen zu viele Aliens sonst. Oh, hallo! Nein, eine Giraffe! Oh ja, 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 also diese Dinger machen mich immer wieder fertig. Plötzlich kommt immer eins von denen so auf mich zugerannt, wie ein wahnsinniger Stier. Okay, das Geschütz stellen wir erstmal dorthin. Dort waren auch gerade Barrikaden, das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier irgendwas gleich verteidigen. Oder hier kommt eine Welle, eine große. Eins von beiden. There's a sapper! So, wir gehen mal dort vor. Shove this car out of the way and we'll take the trail. Okay, was haben wir denn hier? Okay, das sollte das schon erklären mit den ganzen Barrikaden hier. Gun here! Barricades up! So, wir platzieren mal ganz schnell welche. Napalmgranaten. Ja, nehmen wir mal mit. So, gut, wir können weiter. Thresher! Hilfe. Oh, kommen die wieder von hinten? Okay, wir werden geheilt. Dankeschön, Maya. Okay, los geht's. Ach nein, so einer auch noch. Los, geht drauf. Okay, er ist hier unten. Bitte schön. Sehr gut. Das war's für den. Hier hinten kommt auf jeden Fall nochmal ein Schwebi. Sehr gut. Der kleine Schwebi ist weg. Hey, anybody around? Ammo box. Load up if you need it. Fire axe over here. Wo sollen denn hier noch Menschen sein? Frage ich mich so mittlerweile. Setting a landmine. So, wie nehme ich nochmal den Stimshot? So, okay. Zack, rein damit. Und den nehmen wir mit. Okay. Das muss uns irgendwo hinführen. Okay. Combat rifle, here for the taking. Hold up, that's a chain gun. Who's up for some firepower? Vendetta, jawoll. Die Waffe, die ich wieder haben wollte. There's a turret here. So. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Da haben wir kein richtiges Ziel. Also die Leute finden. Gut. Dann machen wir das einfach mal so. Wir platzieren den Geschützturm hier in den Eingang. Ja, und der will auch zum Eingang hierher. Hallo? Stay out of the gas.
Gut, und jetzt können wir losgehen. Folgt mir. Dort vorne geht es lang. Ich glaube, wir können auch noch hier oben lang, oder? Nein, das klappt nicht. Hallo, lebt noch jemand hier? Ich bezweifle es echt. Und wenn, dann könnte ich es mir nur vorstellen in irgendeinem Haus oder so. Eyes over there. I see a ladder. So, das ist halt auch wieder dieses Logo, was auch gerade eben dort war, wo diese Vorräte waren mit der Minigun. Kann das vielleicht sein, dass das so eine Art Symbol ist von einer Art Widerstand, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich könnte es mir ehrlich gesagt ganz gut vorstellen. Vielleicht sind ja jetzt hier Überlebende. Wir schauen einfach mal. Check out that situation. Now that's some serious jury rigging. Opening the gate. Get to the ladder. So, Minigun ist bereit. Hier oben kommt was. Okay, gut. Wir können hoch. Die sind hier durchgebrochen, die Aliens. I found a med kit. Okay, wir schauen mal kurz dort vor. Napalmgranaten. Und eine Reaper. Also ein Flammenwerfer. So, dann lasst uns mal dort vorne rein. Und ich brenne uns den Weg frei. Oh oh, 13 Kokons. What is that? That doesn't belong here. Like really setting a landmine. Setting a landmine. Das sieht echt nicht berauschend aus. I see a whiplash. Okay, dann wollen wir mal schnell machen. Los geht's. Überlebe den Schwarm. Das ist aber, jetzt kommt ja auch noch immer ein neuer Schwarm, so wie es aussieht, wenn wir die Kokons zerstören. Dann machen wir alle ganz schnell. So. Ich renne jetzt einfach hier durch überall und schieße auf die ganzen Dinger. Na los, komm schon. Sehr gut. Nicht mehr viele übrig. So. Nein. Mist. Ich habe jetzt nicht auf meine Gesundheit geachtet. Jonas, bitte. Hilf mir, Jonas. Oder irgendjemand anders. Ich sterbe. So, danke, Maya und Jonas. Dankeschön für die Rettung. Took it out.
There's a zapper! Keep out of that gas! Eat that! Startet den Zug, okay. Dann wollen wir mal. Los geht's. Vor zum Zug, schnell. So. Oh oh. Okay, los geht's. Take a deep breath. There's a swarm coming. Fight, fight. Na Beast, super. Stay away. Ich will nicht wissen, wie viele jetzt kommen. Wow. Der Große dort hinten muss erstmal weg. Sehr gut. Okay, für die Minigun war es das erstmal. Durchsuche den Unterschlupf. Gut, dann wollen wir dies tun. Let's go. Woofer here. So, Moment, erstmal heilen. Sehr gut. Barrikade nehme ich mit. Die ist ab sofort meine. Somebody grab that stim shot. Got some grenades here. Fordere die Evakuierung an. Mist. Ich werde das irgendwie hier gut platzieren. Aber irgendwie klappt das gerade nicht so. So, dann machen wir das so. Und kann man das hier irgendwo noch so? Nee, geht leider nicht. Lass mich mal hoch, Maya, bitte. Das dient nur zu eurem Schutz. Barricades up. So, los geht's. Anyone want some napalm? Hey, fellow humans. My name's Greg. We saw your flares and we're warming up the chopper now. Sit tight and hold for evac. We'll get you to refuge, our home base. And hey, welcome to the Resistance. Everybody take a deep breath. There's a swarm coming. Okay, jetzt kommt ein großer Schwarm. Wir werden aber evakuiert hier von Leuten. Das hört sich doch schon mal gut an. Ich hoffe bloß, dass es nicht allzu lange dauert. So. Jetzt noch mein Geschütz. Na los, verschwindet. So, Barrikade her. Dankeschön. Also wir schauen mal hier überall nach Barrikaden und solchen Geschützen. So, Landminen. Nein! Oh, hier kommt was Großes. Ja. Was ganz Großes. Grenade!
Los, verschwinde! Hoch hier schnell. Hallo, hoch hier. So. Mit den Reaper. Und los geht's. Hier ist das große Ding. Gut. Das ist schon mal Geschichte. Oh, Jonas, halt mich. Dankeschön. Hier ist noch ein Geschütz. So, die Abholung ist da. Wir müssen alle zum Hubschrauber. Na los. Okay, Mission abgeschlossen. Wir wurden abgeholt von Leuten. Also es gibt nicht nur uns, es gibt auch noch andere Leute, aber nicht mehr viele. Und wir haben jetzt auch auf jeden Fall die nächste Story freigeschaltet, die wir dann in der nächsten Folge machen. Kampagne 1 haben wir jetzt abgeschlossen, invasive Spezien, und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Mission Enthüllung in Kampagne 2. Aber nun gut, wem diese Folge gefallen hat, der kann sehr gerne wie immer eine Bewertung dalassen, einen Kommentar schreiben und mich auch sehr gerne weiterempfehlen. Das war's, haut rein und tschüss.